Ja, sie erinnert sich an mich, hört das? So, und es geht weiter bei Hogwarts Legacy. Bei meiner letzten Aufnahme hatte ich leider ein bisschen Probleme, weshalb so 4 Stunden Material leider verloren gegangen sind. Was habt ihr verpasst? Die Unterrichtsstunde in Tierwesen, ein Teil vom Hauptquest, wo wir einen Helm gerettet haben und dem Kobold gegeben haben, der uns dann für uns dann Ragnarok ausspioniert. Aber ansonsten glaube ich zum Glück nichts so super Dramatisches. Wir haben hier so ein kleines Nebenquest nochmal angefangen, wo eine Mitschülerin ihren Onkel vermisst. Da haben wir uns jetzt durch ein paar Kobolde durchgekämpft. Und hoffentlich finden wir den hier dann lebend. Ich weiß es nicht, aber wir gehen jetzt hier mal rein. Und ich glaube, wir haben noch den einen oder anderen Zauber gelernt. Wenn es euch übrigens gefällt, was ihr hier macht, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Kommentiert auch gerne, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr Tipps habt oder Tipps braucht. Oder schaut einfach direkt auf meinen Twitch-Kanal, wenn ich streame. So, mal kurz schauen, mal wieder immer schön. Immer schön alles plündern, da muss man nur einmal in die Dungeons. Und das sind natürlich wieder Gegner. Ja, ich bin nicht so der Schleicher. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und ausweichen. Also Kobolde gehen normalerweise ganz gut und weg mit dir. So, wo haben wir noch mal einen? Da war noch mal einer da oben. Ah, das ist so ein Bogenschütze. Oder Armbrustschütze, den kann ich noch nicht ausweichen. Das ist auch doof zum Anvisieren. Erledigt ihn mal mit uralter Magie. Ist die entspannteste Methode. Und ich bin absolut kein Schleichenmensch. Deshalb, bei mir gibt es immer offener Konflikt. Ah, genau. Und wir haben beim letzten Mal auch den Alohomora endlich bekommen. Alohomora. So. Mit diesem, meines Erachtens, komplett unnötigen Minispiel. Weil es eigentlich keinerlei Handwerksfähigkeiten bedarf. Also, wenn Minispiel, sollte es einen schon ein bisschen herausfordern. Aber hier muss ich einfach nur warten, bis es irgendwie ein bisschen klickt und dann da drin bleiben. Ja. Na, schauen wir mal, was gibt's hier Hübsches. Oh, nochmal ein Kobold. Confringo ist sehr effizient. Der hat's echt rausgehauen, Confringo. Ja. Okay, hier komme ich nicht weiter. Gut. Mal hier hin. Da hoch komme ich gerade auch nicht, so wie es aussieht. Oder habe ich irgendeine Treppe übersehen? Nee. Hier ist es ein Durchgang. Kann ich da irgendwie mit Repulso das hier vielleicht wegmachen und da noch mehr kaputt? Nee, sieht nicht so aus. Auch auf die Minikarte schauen macht besser aus, manchmal klug, weil da ist einfach kein Durchgang. Ja, ihr redet das. So, das hört sich wieder nach Kobolden an. Warum reden die eigentlich untereinander auf Englisch oder auf Deutsch? Ich dachte, die haben ihre eigene Sprache. Oh, das sind ein paar. Tun wir mal eine Mosa Tentacula werfen. Da fällt sogar zwei. Sehr schön, viele Gegenstände zum Werfen. Und das. Okay, schließe den Kampf auch ohne Mega-Power-Tränke zu benutzen. Das könnte machbar sein. Oder auch nicht. Wobei es geht, das ist gut.
klaue ich denn diesen Bolzen? Okay, der war schon besiegt, das war vertan. Ah. Okay, das mit dem Bolzen habe ich schon irgendwie hinbekommen, ohne es zu merken. So, und der Kampf ist abgeschlossen, oder? Ja, sehr gut. Sehr schön, beide. Sollte man ein bisschen drauf achten, übrigens, dass man diese Kampfherausforderung macht. Es gibt nämlich auch eigene Erfolge mit Gegenständen. Daher immer ein bisschen auf diese Kampfsachen achten. So, habe ich jetzt hier wieder irgendein Rätsel oder sowas? Habe ich so die Ahnung, um weiterzukommen? Oder auch nicht? Komme ich da hoch? Ja, vielleicht erstmal da unten rein. Dann mal weiterschauen. Oh, da ist ganz viel Zeug. Da ist nochmal ein Durchgang. Das sieht irgendwie ein bisschen komplexer aus. Ah. Okay. So. Hallo? Sind da noch die Spinnweben im Weg? Oder das Ding hier? Wahrscheinlich die. Tun wir sich jetzt aber auch nochmal ein bisschen Feuer machen. So, aber jetzt. Bitte. Nichts bleibt uns verborgen. Das ist so ein Zauber, um Magie aufzuspüren und zu sehen. Ganz ehrlich, das wäre, glaube ich, das Erste, was ich mir in Hogwarts im Zweifel selber beibringen würde. Okay, wir müssen in die Richtung. Dann laufen wir nicht in die Richtung übrigens. Regel Nummer 1. Laufe immer dorthin, wo das Spiel nicht erwartet, dass du hinläufst. Hier ist auch nochmal irgendetwas. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Immer schön alles plündern. Ah, so komme ich da auch an diese Ecken alle ran. Ah, und ich sehe schon, muss hier irgendwo Feuerchen anzünden. Um weiterzukommen. So. So, das brennt. Hat es irgendeine andere Wirkung noch? Nee, guck mal. Das befeuert jetzt irgendwie, glaub ich, die Tür. Mal kurz mal noch kurz hier hinschauen. Da war doch gerade irgendeine Lebensleiste. Ah, das sind wieder Kobolde. Nehmt das, Kobolde. Ah, ich mag die Findo einfach irgendwie. Sehr unfreundlicher Zauber. Daran ist allein Ranrock schuld. Jetzt habe ich mal wieder natürlich nicht auf die Kampfherausforderung geachtet. Aber das wäre eh fies gewesen, ein bisschen schwierig gewesen. So. Dann haben wir hier. Das wäre an der Stelle etwas erledigt. Das ist ja schon ein bisschen unübersichtlicher, als ich so gewohnt bin. Oh, Klumpe, wie die Dinger heißen. Ah, guck mal, hier war, glaube ich, dann. Nee. Hätte ich darüber durchgehen können. Aber mal die Kiste hier hinten geplündert. Lästig, elegant, elegantes Mitternachtsensemble. Da komme ich doch auch irgendwie durch. Wieder mit Depulso. Ah. Links wär's durchgegangen hier. Hier an der Stelle. Und ich habe mich hierauf fokussiert.
Wieder zurück in diesen Raum hier. Bisschen verwinkelter, weil seht ihr hier, da scheint es irgendwas angetrieben zu werden. Da damit. Und jetzt kann ich es auch öffnen, die Tür. Ah, okay, das ist schon erledigt. Habe ich vielleicht mal fertig plündern. Das ist immer wichtig. Da hinten ist immer was, was ich mir noch nicht angeschaut habe. In dem Raum war ich schon. Okay. Nee, da war ich auch schon. Das ist aber auch cool, da könnte ich mich theoretisch an diesen Kobolden zum Teil auch echt vorbeischleichen. Wie bei so einem Assassin's Creed Spiel. Nein, aber ich schleiche nicht. Ich bin kein Schleicher. Wie komme ich denn auf... Egal. Erstmal die Tür hier öffnen. Aha, jetzt wo sie dampfgetrieben ist. Wir bekommen, was man uns schuldet. So oder so. Genau, wir bekommen. Oh, da ist ein Endgegner tatsächlich. Das ist sehr. Okay, das war natürlich mit Mega Power. Ja, sie erinnern sich an mich, hört das? Sie wissen, dass ich der Schüler bin, der ihr Lager am Turm ausgeräuchert hat. So, nimm das. Sollte ein bisschen häufiger richtig parieren. Machen wir erstmal die Armbrustschützen fertig. Gehen wir ganz schön auf die Nerven. So, nimm das. Nur wenn sie anstürmen, entweder ausweichen. So, das hat weh getan. Okay, wartet mal kurz. Ja, die Schilde, da muss ich doch Gegenmaßnahmen ergreifen. Mal den sehr gut. Die Finder funktionieren immer. 3. 4. Ausweichen. Aha, bis ich tot bin. So, ich glaube, seine Anhänger habe ich jetzt gleich erledigt. Das ist ganz gut. Genau. Dann kann ich mich auf den Endboss konzentrieren. So, mal kurz. So. Das war zu viel Incendio. So. Ja. Von wegen, ich mach's dir zu leicht. Ha. Das war's mal wieder. Besiege berüchtigten Gegner. 1 von 3. Sehr schön. War doch entspannt. Also dieses magische Ausweichen, das bringt schon. So. Und jetzt können wir auch mal hier in diesen Nebenraum gehen. Ein Mega-Power-Trank. Roland Oaks Zauberstab. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Ah, okay, wahrscheinlich. Kann er sich jetzt befreien? Okay, da war ich mal wieder zu schnell. Den Roland Oaks, den hätten wir wohl erst finden
dann den Zauberstab finden müssen und dann befreien. Aber ein gutes Spiel zeichnet sich doch einfach dadurch aus, dass das nicht zwingend notwendig ist, sondern dass manchmal auch einfach das eine vom anderen machen kann. Was mich gerade noch ärgert, hier muss noch irgendwo etwas sein. Ja, sehr schön. Merke, immer alles anzünden, was man anzünden kann. Gilt natürlich nur in Spielen, nicht im echten Leben. So. Und natürlich nur in diesem Spiel im Speziellen dann noch. Noch mehr Mega-Power-Tränke. Oh, die erwarten hier echt, dass ich Probleme habe. Und dann ist da noch etwas da oben. Das schauen wir uns mal auf dem Rückweg an, wie wir auf diese Balustrade hochkommen. Ja, komm. Das ist irgendwie noch so ein Bug, weil ich kann, wenn ich da drauf stehe und in diesem Modus bin, kann ich da nicht mehr mich drehen, sondern ich muss erst drunter laufen. So. Da oben ist auch noch etwas, sehe ich da. Ich frage mich, ob Adelaides Onkel da ist. Und mitten reinlaufen und einmal Incendio, den Feuerkreis machen. Ah, okay, ein Stupor hebt auch so Schilde auf. Gut zu wissen. Ich auch fast ein bisschen Ja, ich weiß, mir stehen nicht gesammelte Belohnungen. Und ich habe unbewusst eine Duellherausforderung gemeistert. Ich kann keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Mehr Mega-Power-Tränke. Erstmal, die Zellen sind natürlich nicht so verdächtig. Nicht einen Mega-Power-Tank auch versucht. Okay, dann muss ich wohl die Zelle hier öffnen. Hallo? Hallo? Ja, ich bin hier. Wir haben einen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Tja, ich habe den zufällig gefunden. Na, brauchst du mir gar nicht erzählen. Möglicherweise habe ich Ihren Zauberstab schon, Mr. Oaks. Natürlich gebe ich dir den Zauberstab. So. Sicherheitshalber ein bisschen zurücktreten. Geschafft. Natürlich mit Zylinder. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Alter, ich habe mich gerade durch zig Kobolde gekämpft. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass Sie mich ganz vergessen haben. Warum? Ich habe Sie belauscht. Könnte ich Sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Oh nein! Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Also erstmal wäre meine Frage, warum eigentlich so viele Magier Brillen haben, wo, sind wir ehrlich, warum brauchen Magier Brillen? Die könnten doch ihre Sehschärfe einfach wieder zurückverbessern mit irgendeinem Veränderungszauber. Egal, was haben Sie gehört? Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt. Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihm und den Wesen anschließen.
Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Okay, wir erfahren hier gerade ein bisschen über die Hintergrundgeschichte des bösen Kobolds. Stimmt es, dass Sie Kobold sogar sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Oh aber nein. Nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Schön, dass ich helfen konnte. Dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Sehr kluge ich Idee. Ich habe meine Lektion gelernt. Genau. Man nicht alles stark. Über den Gewinn stellen. Das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme Natürlich. Zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles ja, gut. Gleich mal weglaufen, ist gut. Und das war's für dieses Mal schon wieder mit Hogwarts Legacy. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar da. Abonniert gerne meinen Kanal hier auf YouTube und schaut in die anderen Videos. Ich streame auch auf Twitch. Schaut gerne dort in meinen Kanal, um mich live beim Spielen zu sehen. Ich sage dann mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.